Ich grüße dich auf diesem YouTube-Kanal und heute habe ich auf dem Reparaturstand ein Gaming-Laptop und zwar ein Asus G752V und der Patient stellt sich tot, sprich das Gerät hat folgende Symptome: beim Betätigen des Power-Buttons passiert gar nichts, jedoch wenn man das Mainboard als Labornetzteil anschließt, sieht man natürlich mehr. Und zwar, wenn man jetzt die Spannung anlegt, sieht es folgendermaßen aus. Also der Verbrauch schnellt erstmal auf einige 100 mA und pegelt sich das dann letztendlich bei 49 mA. So, bei diesem Stromverbrauch könnte man meinen, dass da eventuell was auf dem Mainboard warm werden könnte. Und man könnte es mit den Fingern ertasten, aber wir haben hier so ein Wärmebildgerät oder Wärmebildkamera und das Ganze kann man sich dann anschauen auf der Wärmebildkamera. Und zwar ist es dieser Chip, der hier warm wird. So, wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann sieht man wirklich, dass da was warm wird. Und zwar hier an der Stelle. Hier. Diese Stelle ist einfach Reflexion von einer Folie, die einfach die Wärme reflektiert. Und aber an der Stelle ist es eindeutig, dass hier was warm wird. Und das ist dieser Chip hier. Kann man sogar mit dem Finger tasten in dem Fall. Und zwar ist es ein Step-Down-Controller für einen Abwärtswandler. Und man hätte auch das mit einem Multimeter auch ausfinden können, dass da was nicht in Ordnung ist. Und zwar in so einem Fall, wenn man vermutet, dass da ein Kurzschluss auf dem Mainboard vorliegt, so wie es in diesem Fall der Fall ist, könnte man einfach alle Hauptdrosseln durchgehen und sich die Widerstände, also Widerstandswerte anschauen. An der Stelle muss ich bemerken, dass wenn man an den Drosseln vom, das ist der Prozessor, vermute ich mal, das ist der Grafikchip, nein, das ist der Prozessor, das ist der Grafikchip und wenn man jetzt an den Drosseln vom Grafikchip misst, könnte man unter Umständen eventuell 1 Ohm messen, so dass die meisten denken würden, es ist ein Codeschluss, obwohl es eigentlich gar kein ist. Deswegen am Prozessor und an der Grafikkarte aufpassen. Sprich, man muss dann vorsichtig mit den Messwerten sein und die richtig interpretieren. So, wenn man hier am Mainboard einfach die ganzen Hauptdrosseln durchmisst, sprich eine Messspitze auf Masse und dann zum Beispiel diese Drosseln, dann sieht man, dass hier ein Kurzschluss vorliegt, 1,3 Ohm. Wenn man jetzt nochmal die Messleitungen durchmisst, circa 1 Ohm, sprich 0,3 Ohm, eindeutig ein Kurzschluss. Und dann habe ich auch auf der Seite einen Kurzschluss festgestellt, und zwar an der Drossel. So, die Drossel erzeugt 1 Volt für den PCH, also für den Intel PCH-Chip, und diese Drossel erzeugt die 3 Volt Standby-Spannung, sprich beziehungsweise die 3 Volt Hauptschiene und die speist unter anderem den Intel PCH. Also sind erstmal die ersten Hinweise, dass dieser Chip hier defekt ist. Noch ein Nachweis, dass dieser Chip defekt ist,
kann man schnell erbringen, indem man einfach an den USB 2.0 Datenleitungen den Widerstand misst. Das sind immer die zwei mittleren Pins und da sieht man, da liegt ein Kurzschluss vor. Auf der anderen Datenleitung liegt auch ein Kurzschluss vor. An dieser Buchse liegt kein Kurzschluss vor. So im Prinzip, dass man in so einem Fall den defekten PCH so ermitteln kann, dass man einfach das nicht mal, sprich, man braucht nicht mal das Mainboard auszubauen. Man muss einfach hier an diesen USB-Datenleitungen hier messen, so von außen, ohne das Gehäuse zu zerlegen. So, hier nochmal, damit man es auch sieht. Und an der Buchse hatten wir nichts. Dann bin ich wahrscheinlich gegen die Masse hier gekommen. So, dass das eine einfache Methode ist, einen defekten PCH zu diagnostizieren. Es gibt auch Fälle, wo auf den USB-Datenleitungen kein Kurzschluss vorliegt und auch der PCH-Chip defekt ist. So, ganz kurz nochmal zu diesem Chip hier. Und zwar ist dieser Chip auch für die Ansteuerung von USB-Leitungen verantwortlich. Und die Hersteller sparen in den neuen Laptops irgendwelche Schutzschaltungen oder Buffer. Es gibt nicht mal Klemmdioden, die Überspannung abfangen können, so dass dadurch bei irgendwelchen Überspannungen die Überspannung direkt in diesen Chip hier gelangt und den unter Umständen zerstört. So, was ich jetzt machen werde, ich werde einfach diesen Chip hier ablöten und danach nochmal hier den Widerstand messen. Und hier und natürlich auch an den USB-Buchsen bzw. an dieser USB-Buchse hier. Und das wird dann der Nachweis sein, dass dieser Chip hier defekt ist. Es gibt noch eine Methode, das herauszufinden, und zwar man kann sich hier anlöten und hier maximal 3 Volt einspeisen mit einer bestimmten Stromstärke, die man erstmal begrenzen sollte. Und dann wird mit Sicherheit dieser Chip hier warm werden. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich habe das schon mal in den Videos gemacht. Und das ist so ein Fehlerbild, was man schon kennt. Deswegen ist es total überflüssig, an der Stelle das zu machen.
Robot ist jetzt auf der BG-Alert-Station. Jetzt muss ich noch den Sensor platzieren.